Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Wir feiern Taufe. Nikita Protasov und Luana Seibert sind hier mit ihren Familien. Schön, dass sie da sind. Die Taufe, die ist neben ihren anderen Bedeutungen auch ein äußerliches Zeichen, dass man Christ ist. Jüngerin oder Jünger von Jesus. Aber was bedeutet es denn, Jünger, Jüngerin zu sein? Darum soll es nachher in der Predigt gehen. Jetzt singen wir erstmal gemeinsam unser erstes Lied. Sie finden alles, was Sie brauchen, auf dem Liedblatt. Und wir starten mit Alle Augen auf dich. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 36 und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir sprechen alles gemeinsam. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Er sei dem Vater und dem Sohn und
Wir beten weiter. Herr, unser Gott, du bist die Quelle des Lebens. Du hast uns geschaffen und möchtest uns durchs Leben begleiten. Dafür danken wir dir. Danke für alles, das uns freut und unsere Tage hell macht. Dazu gehören auch unsere Kinder. Danke für die Täuflinge und ihre Familien. Danke, dass wir sie heute auf deinen Namen taufen dürfen. Du kennst aber auch die Herausforderungen in unserem Leben, wo wir Leid erleben, Angst haben oder traurig sind. Bitte stehe uns bei. Du bist größer, Herr. Lass uns die Augen auf dich richten, deine Nähe und deinen Frieden erleben. In der Stille bringen wir dir, was uns heute Morgen bewegt. Danke, Vater, dass du uns hörst und verstehst. Amen. Es gibt mehr als 10.000 Gründe, Gott zu loben. Und davon singen wir jetzt. Bitte nehmt wieder Platz. Thank you.
Liebe Tauffamilien, liebe Angehörige, es freut mich, dass wir gleich die Taufe von Luana und Nikita feiern dürfen. Die Taufe, die ist ein Sakrament. Das heißt, da kommen gesprochene Worte und äußere Zeichen zusammen. Im Namen unseres dreieinigen Gottes darf ich den beiden zusprechen, dass er sie lieb hat und dass sein Ja zu ihnen steht. Das ist ein Geschenk. Dazu kommt das Wasser hier als äußeres Zeichen. Gott hat uns gut geschaffen. Aber jeden Tag tun wir doch Dinge, die nicht zu ihm passen, uns von ihm trennen, weil wir unsere eigenen Wege gehen. Die Bibel nennt das Sünde. Doch Gott tut das unendlich weh. Deshalb hat er Jesus Christus seinen eigenen Sohn geschickt. Er ist für uns gestorben. Er hat diese Trennung von Gott aufgehoben. Wenn wir uns ihm anvertrauen und ihn um Vergebung bitten, dann verändert das unser ganzes Leben. Es ist, wie wenn er die Sünde von uns abwäscht. Deshalb das Zeichen des Wassers. Die Eltern und die Paten, aber auch die gesamte Gemeinde übernimmt mit der Taufe von Kindern Verantwortung. Wir haben das Privileg, unseren Kindern den christlichen Glauben nahezubringen, für sie zu beten, sie auf ihrem Weg des Glaubens zu begleiten, bis sie einmal selber entscheiden können, ob sie mit Gott leben möchten. Das können wir nicht allein. Ich vertraue darauf, dass Gott sie, euch und uns alle dabei unterstützt. Jesus Christus hat die Taufe eingesetzt. Wir hören aus der Bibel, was er über die Taufe gesagt hat. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass sich Jesus den Kindern ganz besonders zuwendet. Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen: Lasst doch die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. Amen, das sage ich euch. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Bei der Taufe, da bekennen wir, worauf wir als christliche Gemeinde vertrauen und was wir erhoffen. Gemeinsam mit der ganzen Christenheit sprechen wir deshalb jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt bitte ich die Tauffamilien nach vorne, Eltern und Paten, einfach hier bitte einen Halbkreis machen. Liebe Eltern und Paten, so frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde. Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Mitglied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? Wollt ihr mit und für euer Kind beten, ihm die biblischen Geschichten erzählen und es zur Gemeinde schicken und begleiten, so antwortet, ja, und Gott helfe uns. Gott schenke euch zum Wollen das Vollbringen. Vielleicht könnt ihr gerade noch ein bisschen hier rüber kommen, dann sehen die anderen auch noch was. So. Und wenn es noch Kinder gibt, die nichts sehen, dürfen die gerne mit nach vorne kommen. Dann beginnen wir mit dem Nikita. Kommst du rüber? So, du darfst ein bisschen herkommen. Es gibt ein bisschen Wasser auf die Stirn. Ist nicht schlimm. Nikita Protasov, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Guck mal, hier kannst du ein bisschen abtrocknen. Nikita, es gibt für dich einen schönen Taufspruch. Da heißt es, denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Aus Sprüche 2, 10 und 11. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Gerne. Dann darf die Luana nach vorne kommen. Ja, das passt so genau. Ich bin noch skeptisch. Luana Scholis Seibert, ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Luana, auch für dich gibt es einen Taufspruch. Das steht im Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Ich wünsche dir diesen göttlichen Schutz. Das darf ich gerade noch weitergeben.
Und dann haben wir Taufkerzen. Die dürfen jetzt gerne noch die Paten zum Beispiel anzünden. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier in den Gläsern. Darf einfach gern jemand von Ihnen kommen. Genau, probieren wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Ja, super. Ja, diese Taufkerzen, die sollen euch mal erinnern, dass Jesus das Licht eures Lebens ist. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mit mir unterwegs ist, mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis umherwandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir beten und bitten um Gottes Segen für die Täuflinge und für ihre Familien. Himmlischer Vater, danke für Luana und Nikita, die wir auf deinen Namen taufen durften. Danke für Bewahrung in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Danke für deine Begleitung bis heute. Das ist nicht selbstverständlich. Wir bitten dich für die Zukunft dieser Kinder. Lass sie behütet aufwachsen. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie unterstützen und ermutigen. Schenke ihnen tragende Freundschaften. Offenbare du dich ihnen. Lass sie entdecken, was ihnen in der Taufe zugesprochen wurde. Und lass sie ihr Leben dir anvertrauen. Jesus Christus, hilf uns als Gemeinde, Verantwortung für die Kinder zu übernehmen und ihnen dich lieb zu machen. Und lass andererseits auch uns von ihrem kindlichen Glauben und Vertrauen lernen. Und liebe Tauffamilien, ich möchte Ihnen Gottes Segen zusprechen. Der Herr schenke euch Freude und Geduld, Kraft und Weisheit, Mut und Ausdauer für den Umgang und das Leben mit euren Kindern. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt dürfen Sie wieder Platz nehmen. Von diesem Segen singen wir jetzt auch gemeinsam Gott, dein guter Segen. Dein guter Segen ist
Als Schriftlesung hören wir Worte aus der Apostelgeschichte. Ich lese Apostelgeschichte 9. Saulus wird Christ. Saulus verfolgte mich, immer noch die Jünger des Herrn, und drohte ihnen mit Gefängnis und Hinrichtung. Er ging zum obersten Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Dort wollte er die Anhänger des neuen Weges aufspüren. Er wollte sie, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Er öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind. Er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sprach ihn an: Hananias! Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die gerade Straße und frage im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus. Sieh doch, er ist dort und betet. In einer Erscheinung hatte er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam auf ihn und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete: Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat einen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er soll alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Heiden und ihren Königen, wie vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der hat mich gesandt. Jesus, der dir auf den Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus verkündete Jesus in Damaskus. Dann verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er verlor keine Zeit und verkündete in den Synagogen: Jesus ist der Sohn Gottes. Vom Saulus zum Paulus. Unter dieser Überschrift kennen wahrscheinlich viele von uns diese Geschichte. Doch heute soll nicht Paulus im Mittelpunkt stehen, sondern Hananias. Über ihn lesen wir
In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm: Hananias. Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Dieser Hananias, der kommt in der Bibel nur an dieser Stelle vor und er wird uns als Jünger von Jesus vorgestellt. Aber was bedeutet es denn, Jesu Jünger zu sein? Jünger, das ist ein Wort, das wir eigentlich nur im christlichen Zusammenhang benutzen. Im griechischen Text steht da Mathetes. Das heißt so viel wie Lernender, Lehrling, Schüler. Deshalb mein erster Punkt: Ein Jünger Jesu lernt. Lernen ist ja oft nicht so beliebt, zumindest nicht bei Schülern, denn meistens bedeutet es Arbeit oder notwendiges Übel. Doch man kann es auch anders sehen. Durch Lernen erweitere ich mein Wissen oder meine Fähigkeiten. Ich kann danach was, das ich davor noch nicht konnte. Ganz praktisch sieht man das zum Beispiel, wenn man unter der Woche mal hier im Kirchgarten vorbeikommt und beim Heimatmuseum die Zimmerleute beobachtet. Die tauschen hier die Balken und die Ziegel und die machen das nicht einfach so. Sie haben das gelernt. Da sind junge Leute bei, das sieht man immer wieder, wahrscheinlich Lehrlinge, die von der Erfahrung der Älteren profitieren, besonders vom Meister. Die schauen sich Dinge ab, bekommen Tipps, dürfen mehr und mehr selbstständig machen und haben vielleicht irgendwann das Wissen und Können, um so eine Baustelle selbst zu leiten. So war es auch bei Jesus. Seine Jünger, die waren mit ihm unterwegs. Die haben ihn auch Meister oder Lehrer genannt, Rabbi in der Sprache dort. Sie haben mit ihm gelebt, haben seine vielen Reden gehört, haben gesehen, wie er handelt. Das sollte sie vorbereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Wenn sie selber losziehen und von ihm erzählen. Sie haben also von Jesus gelernt. Jetzt läuft Jesus nimmer hier rum. Wir können ihn nichts mehr direkt fragen, wie sollen wir denn dann von ihm lernen? Zum einen hat er uns die Bibel als Handbuch fürs Leben gegeben. Aus ihr erfahren wir, wie Jesus gelebt, gepredigt, gedacht, gehandelt hat. Außerdem stellt uns die Bibel noch viele andere Menschen vor, die mit Gott unterwegs waren. So können wir lernen, wie Gott sich unser Leben in einer guten Weise vorgestellt hat und wie unser Leben als Jünger Jesu funktioniert. In der Bibel versteht man nicht gleich alles. Zumindest ich mal immer wieder mit Bleistift ein Fragezeichen an der Rand neben die ein oder andere Bibelstelle. Aber ich glaube, je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, desto mehr lernen wir auch, es zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden. Manche Fragezeichen, die konnte ich auch schon wieder rausradieren. Der Jünger Hananias, von dem wir vorhin gehört haben, der hatte noch keine komplette Bibel. Aber er kannte bestimmt einzelne Texte aus dem Alten Testament. Und er kannte dann auch ganz viele Erzählungen über Jesus. Er ist Christ geworden und hat mehr und mehr gelernt, was es heißt, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Eine andere Möglichkeit, mehr zu lernen über Jesus, ist, mit anderen Christen unterwegs zu sein und mit ihnen zu leben. Als Jugendlicher habe ich ganz viel von Älteren profitiert, im Jugendkreis zum Beispiel. Die waren mir Vorbilder im Glauben und im Leben. Auch heute noch schätze ich die Erfahrung anderer, besonders älterer Menschen, sehr. Erst gestern war ich im Pflegeheim in Bad Urach zum Gottesdienst und war da sehr beeindruckt vom tiefen Glauben und Vertrauen einer sehr betagten Frau. Nicht zuletzt kann Jesus auch durch Eingebungen, Träume oder Umstände in unser Leben sprechen. Bei manchen Menschen sogar deutlich als Stimme hörbar. So war es auch bei Hananias. Er hat eine ganz besondere Lerneinheit von Jesus bekommen. Dazu hat Jesus sogar direkt zu ihm gesprochen und ihm einen Auftrag gegeben.
Deshalb mein zweiter Punkt: Ein Jünger Jesu wird persönlich gerufen. Erst einmal hat Gott uns ins Leben gerufen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das durfte ich den Täuflingen vorhin zusprechen. Gott hat sie und uns geschaffen, uns ins Leben gerufen. Wir sind seine Geschöpfe. Wir haben dafür gebetet, dass unsere Täuflinge später einmal entdecken, was diese Taufe für sie bedeutet. Als Eltern, Paten oder Gemeinde haben wir es nicht in der Hand, dass sie einmal Jesus kennenlernen, Christen werden. Wir können sie auf diesem Weg begleiten und ihnen nach bestem Gewissen den Glauben an Jesus vorleben und für sie beten. Doch letztlich ist es Jesus, der sie ruft. Der Glaube, der ist unverfügbar. Wir können ihn nicht machen. Es kann auch sehr belastend sein, wenn wir uns wünschen, dass liebe Angehörige Jesus kennenlernen, aber es passiert nichts. Auch für unsere Kinder wünsche ich es mir sehr, aber ich habe es nicht in der Hand. Ich möchte lernen, das an Jesus abzugeben, aber weiterhin ihn bitten, dass er sie einmal persönlich ruft. Was jeder selber versuchen kann, ist offen zu sein für Gottes Reden. Das ist gar nicht so einfach, denn jeden Tag haben wir doch so viele Gespräche, Anrufe, E-Mails, Nachrichten. Wir lesen Zeitungen, schauen Fernsehen. Es prasseln ganz viele nützliche, aber doch auch sehr viele nicht so nützliche, überflüssige Informationen auf uns ein. Wie soll ich denn da noch rausfiltern, was von Gott kommen könnte? Aus einem Bericht des Propheten Elia wissen wir, Gott kommt nicht mit viel Lärm, sondern eher mit einem leisen Säuseln, das man kaum hört. Deshalb lohnt es sich, in die Stille zu gehen, mal abzuschalten, alles andere auszublenden und zu hören, was Gott mir vielleicht zu sagen hat. Wir wissen nicht, was der Hananias gerade gemacht hat, als Jesus zu ihm redet, aber der war wohl auf Empfang und er hat gehört. Jesus erschien dem Hananias und sagte zu ihm: Hananias. Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Ein dritter Punkt: Ein Jünger Jesu antwortet. Ich glaube, Jesus muss zum Glauben an ihn rufen. Wir können Glauben nicht selber machen, nicht bei uns und auch nicht bei anderen, wie schon gesagt. Aber wenn ich gerufen werde, dann kommt es auch auf meine Antwort an. Wir sind nicht Gottes Marionetten. Ich glaube, dass er uns einen freien Willen gegeben hat und wir uns auch gegen ihn entscheiden können. Er liebt uns und er möchte, dass wir diese Liebe erwidern. Aber was wäre das für eine Liebe, wenn Gott sie bestimmen würde? Er will keine Zwangsbeziehung. Wie in einer Ehe betrifft die Beziehung zu Gott auch nicht nur das einmalige Ja-Wort auf dem Standesamt oder in der Kirche. Mein Ja zu meiner Frau ist jeden Tag neu gefragt, jetzt nicht formal mit einer Unterschrift, aber mein Ja zu ihr zeigt sich darin, wie ich mich ihr gegenüber verhalte, wie ich auf sie eingehe, wie ich mit ihr den Alltag lebe, wie ich antworte, wenn sie mit mir spricht. Und genauso ist doch auch bei Jesus. Sein Ja zu mir steht, aber selbst wenn ich irgendwann mal Christ geworden bin, entscheide ich mich durch mein Verhalten täglich, ob und wie ich meinen Alltag mit Jesus lebe. Wie antwortet ihr, wenn ihr den Eindruck habt, dass Jesus euch was sagen möchte? Ist es eher lästig, weil dann vielleicht was kommt, das euch gerade nicht passt? Oder freut ihr euch und versucht, darauf einzugehen? Wir kommen zum letzten Punkt. Ein Jünger Jesu stellt sich zur Verfügung. Hier bin ich, Herr, antwortete Hananias. Das ist jetzt kein so zögerliches Ja, hallo an der Sprechanlage, wo man nicht weiß, wer auf der anderen Seite der Tür steht. Hananias, der weiß,
Jesus ruft ihn und er antwortet bewusst: Hier bin ich. Ich bin bereit zu hören, was du mir zu sagen hast. In der Bibel kommt die Wendung "Hier bin ich" öfter bei Berufungen vor, so zum Beispiel beim Abraham, beim Mose, beim Samuel oder Jesaja und anderen. Oft, wenn wir diese Worte in der Bibel lesen, dann stellen sich Menschen Gott zur Verfügung. Doch dieses "Hier bin ich", das kann ganz schön große Folgen haben. Deshalb bleiben Gottes Aufträge nicht immer oder nicht oft ohne menschliche Einwände. Zum Beispiel der Mose, der verhandelt mit Gott ganz schön lange am brennenden Dornbusch. Und auch der Hananias akzeptiert nicht gleich, was Jesus ihm aufträgt. Bei uns ist es vielleicht nicht gleich die Heilung eines Mannes, der uns umbringen könnte, wie beim Hananias. Aber es reicht doch schon, wenn Jesus mal möchte, dass du den Arbeitsplatz wechselst, um dort Menschen von ihm zu erzählen. Oder noch einfacher, dass du mal Menschen zum Kaffee einlädst, die du echt anstrengend findest. Wir haben Bedenken, Zweifel, und das ist auch völlig in Ordnung. Wir brauchen nicht alles blind zu glauben und zu akzeptieren. Wir dürfen und wir sollen auch nachfragen, Dingen auf den Grund gehen. Das macht unseren Glauben nur fester und den Auftrag klarer. So bekommt auch der Hananias nochmals eine Erklärung und Zuspruch von Jesus. Entscheidend ist, was ich dann tue. Ich kann doch wie an der Türsprechanlage wieder auflegen und die Tür zulassen. Dann bleibe ich in meine beschauliche vier Wände. Oder ich öffne und gehe raus, mach mich mit Jesus auf den Weg, der mich abholen möchte, und lass mich auf das ein, was er vorhat, stell mich ihm zur Verfügung. Letztlich entscheidet sich an diesem Punkt, wer wirklich Jesu Jüngerin oder Jünger ist und wer nicht. Wie sieht das gerade bei dir aus? Möchtest du von Jesus lernen? Antwortest du, wenn er ruft? Stellst du dich ihm mit deinem Leben zur Verfügung? Wir können noch kurz drüber nachdenken, während Franzi für uns ein längeres Vorspiel macht, bevor wir dann das nächste Lied singen. Amen. Möchtest du von Jesus lernen? Antwortest du, wenn er ruft? Stellst du dich ihm mit deinem Leben zur Verfügung?
Wir beten und wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Jesus Christus, du kennst uns und liebst uns. Du rufst uns und möchtest uns zu Jüngerinnen und Jüngern machen. Bitte lass uns dir mit Freude nachfolgen und gerne von dir lernen. Schenke, dass wir antworten, wenn du zu uns redest und dass wir uns dir zur Verfügung stellen. Mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Leben. Himmlischer Vater, in diesen Tagen befehlen wir dir die Angehörigen von Gerda Weber aus der Weidestraße 120 an, die 93 Jahre alt wurde und die wir am Dienstag um 13 Uhr hier auf dem Friedhof beerdigen. Jesus Christus, bitte schenke den Hinterbliebenen Trost, Kraft und Hoffnung. An deinem Wort halten wir uns fest, denn du sagst, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Herr, du kennst auch alle anderen aus unserer Gemeinde, die trauern und einsam sind. Erhelle ihr Leben, ermögliche wertvolle Begegnungen und tragende Beziehungen. Herr, unser Gott, mit Erschrecken schauen wir nach Pakistan, wo ein Drittel des Landes überflutet ist und in den Nachrichten ist's nur eine Randnotiz wert, nach all dem anderen. Bitte steh den Menschen dort bei, bewahre sie vor Seuchen und schenke schnelle, unbürokratische Hilfe. Wir bringen dir weiterhin die schlimme Situation in der Ukraine und die vielen Menschen, die darunter leiden. Bitte greif du ein, ermögliche dauerhaften Frieden. Auch die Corona-Pandemie möchte ich dir erneut anbefehlen, Herr. Heile die Kranken und schenke den Verantwortlichen die richtigen Schritte, wenn wir jetzt auf den Herbst zugehen. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmt nochmals Platz. An den Ausgängen darf man gerne ein Opfer einlegen. Es ist heute für die Ökumene und Auslandsarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt. Gott segne alle Geber und Gaben. Morgen ist um 14 Uhr ökumenischer Seniorentreff im Gemeindehaus. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich noch hätte anmelden müssen oder nicht, aber sonst einfach mal dazukommen. Am Dienstag, Entschuldigung, Dienstag, stimmt. Richtig, danke für die Korrektur. Dienstag um 14 Uhr. Am Samstag gibt es wieder eine Aktion für Kinder und das sagt der Michael Krieger jetzt was dazu. Ja, Nikita und Luana werden wahrscheinlich noch ein bisschen jung sein. Und wenn ich hier in die Runde gucke, die meisten von ihnen eindeutig zu alt. Das ist bedauerlich, aber... gut, hilft ja nichts. Aber vielleicht haben Sie ja Enkelkinder oder jemanden aus der Nachbarschaft, für den das was wäre. Wir laden ein zu Mumph and More nächsten Samstag um 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Alle Kinder von 6 bis 11 Jahren zu einem Frühstück, einer tollen Geschichte und verschiedenen Spielen in und ums Gemeindehaus. Nächsten Samstag 9.30 Uhr. Flyer lege ich hier mal hin. Wer einen mitnehmen will, vielen Dank, herzliche Einladung. Und dann startet auch Fisherman's, der Kindergottesdienst wieder. Möchtest du dann noch was dazu sagen? Da ist der Michael auch gleich wieder in Aktion. Einfach auch nächsten Sonntag auch wieder drüben im Gemeindehaus in der Gartenstraße, 9.30 Uhr. Da geht es schon los mit Kindern ab 3 Jahren. 9.30 Uhr schon?
Zehn ist Gottesdienst. Zehn. Gut, also um 10 Kindergottesdienst Fisherman's Friends. Und gleichzeitig feiern wir hier bei gutem Wetter wieder draußen Segnungsgottesdienst mit Pfarrer Buck und dem Sing-Team. Vielen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet und möglich gemacht haben. Gerade wenn wir draußen sind, braucht es da viele Hände, die mit anpacken. Dankeschön. Bevor wir auseinandergehen, singen wir nochmals Geh mit neuer Hoffnung. Ja, geht unter dem Segen unseres Gottes in diesen Tag und in die neue Woche. Den Tauffamilien wünsche ich ein frohes Fest und uns einen erholsamen Sonntag. Geht hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.